Krokodil, Russlands neue Todesdroge. Der Codein-Cocktail ist billig, leicht herzustellen und extrem gesundheitsschädlich. Das synthetische Rauschgift zerstört das Immun- und das zentrale Nervensystem. Gliedmassen sterben ab. Krokodilabhängige leben nach dem ersten Schuss durchschnittlich noch ein Jahr. Die Inhaltsstoffe gibt es in jeder russischen Apotheke, rezeptfrei. Eine fatale Gesetzeslücke. Razzia im Drogenviertel von Jekaterinburg. Der Polizist steigt ein, weil sich die Junkies in ihrer Wohnung verbarrikadiert haben. Die Kriminalpolizei wird von Fahndern der privaten Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift unterstützt. Sie haben einen gemeinsamen Gegner, die Horror-Billigdroge Desomorphin, auch genannt Krokodil. Hinlegen, ihr Penner, mit der Schnauze auf dem Boden. Hinlegen, sage ich. Hände hinter den Kopf. Michael Polutarny ist einer von 15 Fahndern der privaten Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift. In solchen Flaschen lösen sie Codeintabletten mit Benzin auf. Dann klopfen sie so lange, bis sich das reine Codein ablagert. Anschließend kommt das Pulver mit anderen Zutaten auf den Herd. Das hochgiftige Zeug macht sofort abhängig. Der Heroinersatz heißt Desomorphin oder einfach nur Krokodil. Komm her, rück die fertigen Spritzen raus. Ich habe nichts. Komm her, Denise, wo ist das Zeug? Ich habe nichts gekocht, ich habe ein Geschwür. Du lügst, das verrät der beißende Gestank. Nein, ich habe ein Geschwür am Arm. Wo ist der Stoff, Denise? Ich habe nichts. Wo? Ich habe nichts. Was bist du nur für ein elender Waschlappen? Überall sind Spuren von dem Dreckszeug. Wo sind die aufgezogenen Spritzen? Ich habe nichts. Wegen des Abszesses kann ich nichts nehmen. Unsinn. Du jagst dir Krokodil notfalls auch in den Hintern. Desomorphin wird von russischen Junkies Krokodil genannt, weil die Haut an der Einstichstelle starke Falten wirft. Diese Drogenhöhle gehört Denis Schagarotsky. Seine Eltern haben ihm die Wohnung vererbt. Denis ist mit 14 auf die schiefe Bahn geraten. Wie viele andere junge Russen hat auch er mit Alkohol angefangen. Dann kamen Aufputschtabletten und Speed. Schließlich ist er beim billigen Heroinersatz Desomorphin gelandet. Der Krokodilkonsum kann nicht hart bestraft werden, weil alle Inhaltsstoffe frei verkäuflich sind. Wegen dieser Gesetzeslücke wird Polizist Robert Rafikow versuchen, Denis durch einen Kunstgriff hinter Gitter zu bringen. 2 Jahre, weil er aus seiner Wohnung einen Drogenumschlagplatz gemacht hat. Wie heißen Sie? Viktor Ivanov. Katja Nesterova, Fahnderin der privaten Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift, führt über die Krokodilszene Statistik. Du Trottel, landest bald in der Leichenhalle. Warum hast du überall blaue Flecken? Wer hat dich verprügelt? Andere Junkies? Nein. Halt die Hand vor, wenn du hustest. Krokodil-Junkies leben ein Jahr. Das gilt für euch alle. Euch bleibt nur noch wenig Zeit. Ich weiß. Der Stoff macht eure Organe kaputt. Ihr verfault. Was haben Sie hier gefunden?
Wir haben eine Spritze mit Watte und Asche gefunden, eine Art Filter, um Disomorphin zu reinigen. Hier ist ein Schnapsgläschen mit Asche und Watte. Das werden wir später alles einpacken und beschlagnahmen. Im Labor können wir Disomorphin-Spuren nachweisen. Das alles ist nicht besonders viel, aber das macht nichts. Diese Drogenküche werden wir so oder so dicht machen. Hier wurde über einen längeren Zeitraum massenhaft Krokodil produziert, sonst würde diese Bude nicht so übel aussehen. Der Abszess kommt von der Droge. Denise hat die Spritze falsch angesetzt und an der Vene vorbeigeschossen. Disomorphin löst einen Fäulnisprozess aus. Wenn er Pech hat, muss ihm der Unterarm amputiert werden. Zeig deine Hände. Alles voller Jod. Leg den Verband weg, gleich kaufen wir einen neuen. Der linke Arm ist stark geschwollen, richtig deformiert. Überall Disomorphin unter der Haut. Habe ich recht? Ja. Welchen Effekt hat die Droge? Das weiß ich nicht. Ich habe Disomorphin nie probiert. Aber ich sehe, was es anrichtet. Denise ist 21. Schau ihn dir an, den kleinen Mistkerl. 21 год. Посмотри на этого поросенка, на кого он похож. Die beiden Fahnder der privaten Anti-Drogen-Organisation sind ehemalige Heroinabhängige. Ihre Chefs bezahlen sie nach Leistung. Deswegen fixieren Katja und Michael alle Details. Je mehr Rauschgift beschlagnahmt, die Somorphin-Küchen geschlossen und Drogenproduzenten eingesperrt werden, desto höher ihr Gehalt. Bessere Assistenten kann sich die Polizei wohl kaum vorstellen. Was genau ist Disomorphin? Wie stark ist die Abhängigkeit, körperlich und seelisch? Es ist ein Heroinersatz. Krokodil wird aus Kodeintabletten gemacht. Mach das schnell abhängig. Du wirst genauso schnell abhängig wie von Heroin. Psychisch und physisch? Ja, mit heftigen Entzugserscheinungen. Du denkst immer nur an den nächsten Schuss. Wie viel kostet Disomorphin? Ich weiß es nicht genau. Eine große Spritze kostet rund 300 Rubel, 7 Euro. Für wie viele Leute reicht das? Was meinen Sie? Ach so, es reicht für 4 Leute. Also 4 Schüsse. Ja. Und was kostet Heroin, Michael? Ein Heroinschuss kostet pro Nase 1000 Rubel, 30 Euro. Ein Krokodilschuss kostet pro Person nur knapp 2 Euro. Krokodil, eine Droge für Arme, billig und zerstörerisch. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Disomorphin-Abhängigen liegt bei etwas über einem Jahr. Die meisten Konsumenten sterben an Organversagen. Victor versucht, den eitrigen Abszess an Denis Arm zu desinfizieren. Katja und Polizeileutnant Rafikov suchen nach versteckten Disomorphin-Spritzen, der sogenannten Kubatura. Wann hast du mit Krokodil angefangen? Vor einem halben Jahr. Warum? Ich weiß nicht. Erklär warum. Meine Mutter und mein Vater sind bei einem Autounfall gestorben. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Irgendwann habe ich Krokodil probiert und bin hängen geblieben.
Wenn ich nicht ins Gefängnis muss, will ich in die Entzugsanstalt der Antidrogenorganisation gehen. Aus Sicherheitsgründen legen wir euch Handschellen an, sagt Polizist Rafikov. Alle sogenannten Krokodilschiki müssen jetzt auf die Wache. Dort wird entschieden, ob sie in Untersuchungshaft kommen. Unten stellt ihr euch alle in einer Reihe auf. Neben der Jagd auf Junkies und Dealer hat die private Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift noch ein zweites wichtiges Betätigungsfeld, die Entzugsanstalt. Therapieteilnehmer kochen für Therapieteilnehmer. Dreimal am Tag gibt es was zu essen. In dieser Reha-Anstalt wohnen knapp 250 Männer. Der Entzug dauert ein Jahr, kostet insgesamt ca. 2.100 Euro. Prozent der Männer sind ehemalige Krokodilschiki, der Rest ist heroinabhängig. Der Aufenthalt in der Entzugsanstalt ist freiwillig, genommen wird nur, wer bereit ist zu arbeiten. Das ist unsere Werkstatt. Arbeit ist ein Teil der Therapie, Geld gibt es dafür nicht. Die Einnahmen fließen in die Fondskasse, jeder macht, was er kann, Autos reparieren, Holz hacken oder Häuser bauen. Die Organisation Gorod bez Narkotikov, Stadt ohne Rauschgift, finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und die Beiträge der Therapieteilnehmer. Michaels Chef, Ex-Alkoholiker Jewgeni Malonkin, achtet darauf, dass seine Mitarbeiter kein Geld abzweigen. Du fährst jetzt ins Büro und druckst mir die Kontoauszüge aus. Ich habe kein Passwort. Das gebe ich dir und ich zeige unseren Gästen die Quarantäne. Neuankömmlinge müssen hinter diesen Gittern kalt entziehen, ohne schmerzlindernde Medikamente. Die Quarantäne dauert knapp einen Monat. Die Quarantäne ist die erste Stufe unserer Reha. Die Männer müssen hier genau 27 Tage ausharren. Momentan sind 50 Süchtige in diesem Raum. Ihre Ernährung wird auf ein Minimum reduziert. Sie sollen entschlacken. Die Therapieteilnehmer werden von der Außenwelt weitgehend abgeschottet. Sie sollen sich mit ihrer Lage konfrontieren. Die Therapieplätze bei Stadt ohne Rauschgift sind begehrt, denn der Staat bietet nichts Vergleichbares an. Jeder kann 4 Stücke Brot nehmen. Ich habe im Internet über Gorod bez Narkotikov gelesen, wollte aber nicht hierher, weil ich Angst vor Handschellen hatte. Vielleicht kannst du mir ein paar gefesselte Männer zeigen. Es gibt hier keine Handschellen mehr. Dafür haben wir jetzt überall Videokameras. Im Nebenraum kontrollieren Malonkins Mitarbeiter die Therapieteilnehmer auf Schritt und Tritt. In der Quarantäne hängen 4 Kameras, 3 oben und 1 unten. Wir können alle Gespräche mitverfolgen. Falls einer durchdreht, sich oder anderen was antun will, können wir sofort eingreifen. Auch auf der Toilette sind die Männer immer unter Beobachtung. Tag und Nacht. Wir haben Infrarotkameras. Камеры также инфракрасные, так что когда включить свет ночью, все прекрасно видно. Und wenn wir etwas genauer sehen wollen, zoomen wir ran. Также можно увеличивать, приближать.
einen Monat nach der Razzia in der Desomorphin-Küche tritt Denise den Entzug an. Diese Bilder hat Jewgeni Malonkin gedreht. Was hast du an den Händen? Jod. Warum bist du erst jetzt aufgetaucht? Ich hatte Angst. Was? Ich hatte Angst, dass ihr mich schlagt. Hast du hier irgendeinen gesehen, der Prügel bekommen hat? Nein. Wer hat dich so zugerichtet? Dreh dich um. Wo kommt diese Wunde her? Nach der Razzia hat mich die Polizei überraschend schnell wieder laufen lassen, weil ich unbedeutend sei. Ich habe gleich wieder Krokodil gekocht. Irgendwann konnte ich aber nicht mehr. Dann haben mich die anderen verprügelt, gezwungen zu produzieren. Andere Junkies? Ja. Denise unterschreibt die Freiwilligkeitserklärung. Danach warten 27 Tage Quarantäne auf ihn. Schau dich um, Denise. Hier sind Dutzende Jungs, denen es so geht wie dir. Was denkst du? Ich bin geschockt. Was erwartest du von der Reha? Ich hoffe, dass ich Krokodil vergesse und irgendwann normal arbeiten kann. Malonkin gibt der Gesundheitsministerin die Schuld für die Desomorphin-Schwemme. Codeinhaltige Präparate sind frei verkäuflich. Es gibt keine Rezeptpflicht, weil die Pharmaindustrie so besser abzocken kann. Ein paar Bonzen kassieren, zehntausende Junkies gehen jährlich zugrunde. Der komplette Pharmasektor wird von der russischen Gesundheitsministerin Golikova kontrolliert. Moskau. Unser Team will von der russischen Gesundheitsministerin Tatjana Golikova wissen, warum es keine Rezeptpflicht für den Krokodilrohstoff Codein gibt. Tatjana Alexejewna, deutsches Fernsehen. Warum sind Codeintabletten immer noch frei verkäuflich? Sie kennen doch das Desomorphin-Problem. Golikova ignoriert die Vorwürfe der Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift. Codeinhaltige Schmerz- und Hustentabletten bleiben frei verkäuflich. Etwa 700.000 Krokodilschiki kommen weiterhin problemlos an den Basisstoff für Desomorphin. In diesem staatlichen Krankenhaus verteidigen Professoren Golikovas Codeinpolitik. Suchtarzt Michael Sobin meint, man könne der Bevölkerung wegen einiger Drogenabhängiger keine Rezeptpflicht für Hustentabletten aufdrücken. Sobin kritisiert Stadt ohne Rauschgift. Die Organisation Gurat bez Narkotikov ist Thema vieler Reportagen. Man kann ihre Methoden nicht als Rehabilitierung bezeichnen. Es ist vielmehr eine Art Isolationshaft. Ob der Aufenthalt wirklich freiwillig ist, wage ich zu bezweifeln. Schwer zu sagen, ob so eine Anstalt eine Daseinsberechtigung hat. Man darf Drogenkranke nur für kurze Zeit in Quarantäne stecken, wenn sie in akuter Lebensgefahr sind. Wer das Therapie oder Reha nennt, hat vom Fach keine Ahnung. Die Mitarbeiter der privaten Anti-Drogen-Organisation lassen sich von ihren Kritikern nicht aus dem Konzept bringen. Jewgeni Malonkin und seine Kollegen greifen die Gesundheitsministerin weiter scharf an. Ihre jüngste Anti-Codein-Kampagne heißt Russen töten Russen. Die Presse soll der Pharmaindustrie und Golikova einheizen, ihnen Gier und Profitsucht vorwerfen.
Wenn Codein nur noch schwer zu kriegen ist, wird Desomorphin, Krokodil, bald verschwinden. Weniger Rauschgiftabhängige bedeutet weniger Kriminalität. Sie können sich vorstellen, wie viele geklaute Handtaschen, Handys, Pässe und Geldbeutel wir regelmäßig in Desomorphin-Höhlen finden. Neben der Rezeptpflicht fordert die Organisation vom Staat eine bessere Beschäftigungspolitik. Junge Leute müssten was zu tun haben. Weg von der Straße, weg von Desomorphin. Dieser Clip soll den Journalisten zeigen, was die Horrordroge Krokodil anrichtet, wie sie Menschen zum Schatten ihrer selbst macht. Woher hast du die Tabletten? Aus der Apotheke. Jewgeni Malonkin kritisiert auch das Verhalten vieler Apotheker. Das ist die Tagesdosis eines Desomorphin-Junkies. Codein-Tabletten, Ameisenspiritus und, und. Das Ganze heißt in der Umgangssprache Fresspaket für Drogis. Apotheker wissen genau, was sie da einpacken und was daraus gemacht wird. Aber das interessiert die meisten absolut nicht. Hauptsache, der Umsatz stimmt. Was ist das für ein Aufkleber? Apotheken, die solche Tüten verkaufen, werden gebrandmarkt. Hier steht: Leute, sie töten unsere Kinder aus Profitsucht. Zurück im Ural. Michael Polutarny zeigt, wie skrupellos einige Apotheker in Jekaterinburg sind. Warum haben Sie einem Junkie all das verkauft? Das ist doch das Letzte. Wohin rennen Sie? Ich hole den Sicherheitsdienst. Hast du hier Codein gekauft? Ja, eine Packung. Und diese Augentropfen hast du auch gekauft. Sie verstärken die Wirkung. Sie sind rezeptpflichtig. Was wollen Sie? Sie haben ihm die Tropfen ohne Rezept verkauft. Holen Sie ruhig Ihren Chef. Was ist passiert? Sie hat ihm die Augentropfen unter der Hand verkauft. Wo ist Ihr Kassenzettel? Was quatschen Sie da? Sie geben nie Kassenzettel raus. Doch. Ich habe dem Junkie das Zeug gerade abgenommen. Eine Schande, dass ihr euch bei den Behörden immer wieder freikauft. Euch müsste man dicht machen. Ihr ignoriert alle Warnungen. Eine Baustelle am Stadtrand von Jekaterinburg. Arbeitstherapie. Denis Schargarotsky lebt nun schon seit 4 Monaten ohne Krokodil. Er kann wieder relativ problemlos gehen. Denis ist zurzeit Hilfsgärtner. Denis, wie geht es dir? Ganz gut. Tut dir noch was weh? Ja, mein Arm, an dem der Abszess war. Kannst du wieder besser sprechen? Nein, noch schlecht. Warum? Das kommt immer noch von der Droge. Hast du noch Lust auf Drogen? Nein, ich will kein Krokodil mehr nehmen. Was sonst? Nichts, ich will nichts nehmen. Ehrlich? Ja, ehrlich. Wie lange dauert dein Arbeitstag? 12 Stunden. Okay. 70% der Therapieteilnehmer werden nach dem Entzug rückfällig. Das Jahr bei der Anti-Rauschgift-Organisation ist für viele junge Russen lediglich eine kurze Auszeit. Was muss Denis tun, um clean zu bleiben? Er darf auf keinen Fall in sein altes Umfeld zurückkehren. Er muss alle Leute meiden, mit denen er Drogen genommen hat. Denis braucht einen Job und eine Familie.
Er muss jeden Gedanken an Disormorphin töten. Wenn er es nur einmal nimmt, wird er sofort wieder voll drin hängen. Er wird draufgehen. Das weißt du, oder? Ja. Wachen passen auf, dass die Männer nicht türmen. Körperlich sind Denise und die anderen wieder relativ fit. Aber psychisch hängen sie noch stark an der Horrordroge Disormorphin. Wenn die Organisation nicht wäre, hätte ich nicht überlebt. Im Entzug ist es hart, es gibt strenge Regeln, keine persönliche Freiheit. Aber das muss so sein. Wenn wir uns frei bewegen könnten, würden wir gleich wieder anfangen. Manchmal habe ich unendliches Verlangen nach einem Schuss. Das ist die Wahrheit. Dieser Zaun verrät, dass es auch in der neu gegründeten Frauenentzugsanstalt keine Bewegungsfreiheit gibt. Bisher leben 25 Disormorphin- und heroinabhängige Frauen auf dieser umgebauten Datscha am Stadtrand von Jekaterinburg. Sie müssen helfen, das Grundstück auf Vordermann zu bringen. Die Organisation Stadt ohne Rauschgift baut die Anstalt aus, denn die Nachfrage nach Therapieplätzen ist enorm. Was wird das hier? Wir bauen einen neuen Flügel, denn im Altbau haben nur maximal 25 Mädchen Platz. Ich denke, dass wir in ein paar Monaten ungefähr noch 30 bis 40 Frauen in unserem Reha-Zentrum aufnehmen können. Heizt ihr nur mit Kohle? Ja, nur mit Kohle. Eine Ölzentralheizung ist zu teuer. Die Therapieteilnehmerinnen müssen hart ran. Wer nicht mitmacht, fliegt raus. Je mehr die Frauen selbst anbauen, desto abwechslungsreicher wird die ansonsten doch recht monotone Ernährung. Das ist der Altbau unserer Frauenreha. Wir zeigen Ihnen jetzt die Quarantäne. Mascha macht die Führung. Sie war heroinabhängig. Wie viele Frauen sind gerade da? 25, wir sind voll. Welche Drogen haben Sie genommen? Vor allem Heroin und Disormorphin. Das ist unsere Quarantäne. Hier sind 4 neue. Auch bei uns dauert die erste Etappe 27 Tage. Wie unterscheiden sich drogenabhängige Frauen und Männer im Entzug? Ich glaube, dass Frauen noch größere Probleme haben, von dem Zeug wegzukommen. Warum? Sie scheinen irgendwie emotionaler zu sein. Wir beobachten, dass sie wesentlich widerspenstiger sind als Männer. Wer hat Disormorphin genommen? Die beiden Mädchen unten sind Disormorphin-Abhängige. Oben haben wir Speed. Warum haben Sie Disormorphin gespritzt? Ich werde Ihnen nicht antworten. Nach einem kurzen Gespräch ohne Kamera taut Irina auf. Wie lange sind Sie schon runter? 20 Tage. Wie steht es um Ihre Gesundheit? Schlecht. Genauer bitte. Meine Organe sind angegriffen. Warum haben Sie aufgehört? Ich wäre sonst gestorben. Wer kümmert sich um Sie? Meine Mutter. Darf man hier Besuch empfangen? Nein.
Haben Sie Kinder? Nein. Verheiratet? Nein. Wie alt sind Sie? 30. Wie lange nehmen Sie schon Drogen? Die Hälfte meines Lebens. Und dieser Morphin? Ein Jahr. Das Problem ist, dass dieser Morphin in Töpfen gebraut wird. Wenn es fertig ist, halten viele einfach nur ihre Spritze rein und ziehen sie auf. Dadurch wird oft HIV übertragen. Isomorphin ist in erster Linie eine Droge für Arme und die leisten sich nur selten neue Spritzen. Wenn sie könnten, würden sie stumpfe Nadeln wieder spitz machen. Du lachst, einige machen das. Genug geschuftet. Mittagspause in der Frauenreha der Anti-Rauschgift-Organisation Gorod Besnarkotikov. Mascha zeigt, wo die Therapieteilnehmerinnen nach der Quarantäne leben. Das ist einer unserer Schlafräume. Hier bewahrt jeder ein paar persönliche Sachen auf, Bücher und Kosmetik. Svetlana macht gerade sauber. Ina hat Zahnweh, deswegen muss sie heute nicht arbeiten. Kommen Sie, jetzt gehen wir ins Esszimmer. Sonntags gibt es immer Bohnensuppe, Fleisch und Püree. Festtagsessen. Setzt euch, zügig, sonst wird alles kalt. Frauen und Männer leben während des gesamten Entzugs streng getrennt. Die beiden Anstalten sind 10 Kilometer voneinander entfernt. Denise Schagarotsky ist nun schon seit 7 Monaten bei Stadt ohne Rauschgift. Denise, zeig uns, wie du untergebracht bist. Hier lebe ich. Wir sind zu 5, wie eine kleine Familie. Wir haben einen Fernseher, einen DVD-Player und einen Kleiderschrank. Jetzt fahren wir zum Fußballspielen. Was hast du jetzt für einen Job? Ich arbeite in der Zentrale unserer Organisation. Ich sortiere Unterlagen und bringe sie zur Staatsanwaltschaft. Die Chefs vertrauen mir. Jetzt geht's zum Fußball. Wir haben frei. Die Anti-Drogen-Organisation Stadt ohne Rauschgift feiert ihren 12. Geburtstag. Geplant ist ein Fußballturnier mit anschließendem Grillfest. Alle Therapieteilnehmer sind gefordert, die Feier will gründlich vorbereitet sein. Eine willkommene Abwechslung zum oft grauen Anstaltsalltag. Endlich ist wieder mal was los. Alkohol ist tabu. Es wird Tee und Saft geben. Denise lernt langsam wieder, auch ohne Desormorphin, Freude und Zufriedenheit empfinden zu können. Es geht zum Fußballplatz. Denise, was denkst du, wenn du das Tor siehst? Würdest du gerne weglaufen? Ja. Was hast du gesagt? Ja. Warum tust du es dann nicht? Weil ich weiß, dass ich wieder anfangen würde. Was willst du nach dem Entzug machen? Ich will arbeiten, irgendwas. Ich würde gerne meine abgebrochene Kochlehre abschließen. Denise weiß, dass er Jekaterinburg verlassen, in einer anderen Stadt einen Neuanfang versuchen muss. In seiner Heimat erinnert ihn fast alles an Desormorphin. Thank you.
Denise ist kein großer Fußballfan. Er wird nur zuschauen und seiner Mannschaft die Daumen drücken. Stadt ohne Rauschgift wird gegen Teams der Polizei, des Zolls und der Maschinenbauer von Ural-Marsch spielen. Oberster Schiedsrichter ist Jewgeni Malonkin. Sie werden gleich sehen, was die Teams drauf haben. Sport ist ein wichtiger Bestandteil unserer Therapie. Er macht den Kopf frei, es werden Endorphine ausgeschüttet. Die Männer beginnen wieder natürliche Freude zu empfinden. Jetzt geht's los. Die beste Mannschaft wird gewinnen. Einige Therapieteilnehmer, vor allem Neulinge, können Malonkins Euphorie nicht verstehen. Sie haben kein Interesse an Sport, leiden an starken Stimmungsschwankungen. Ihre Gedanken hängen nach wie vor am Rauschgift. Wegzukommen dauert ewig. Ich habe gehört, dass uns die Sucht unser restliches Leben lang begleiten wird. Los, schneller, mach die Räume auf. Jewgeni Reusmann, Gründer der Organisation Stadt ohne Rauschgift, feuert seine Mannschaft an. Die ehemaligen Drogenabhängigen spielen in Gelb. Wie schlagen sich unsere Männer? Ganz gut. Tor für Stadt ohne Rauschgift. Sergej Podperidov schießt das 5:2 gegen die Mannschaft der Bereitschaftspolizei. Dieses Spiel gewinnt Malonkins Truppe locker. Im Laufe des Turniers lässt sein Team jedoch stark nach. Mischa, könntest du dir Denise als Fahnder vorstellen? Wer Fahnder wird, entscheidet Jewgeni Malonkin, nicht ich. Ich gebe die Frage zurück. Seht ihr ihn als Fahnder? Denise, was denkst du? Nein, ich bin kein Fahnder. Ich bin nicht brutal genug. Welche Jobmöglichkeiten gibt es für Denise? Er soll erst mal ein Jahr im Büro arbeiten. Und dann? Dann sehen wir weiter, eins nach dem anderen. Das zweite Jahr in Folge gewinnt die Mannschaft der Maschinenbauer Ural-Marsch. Ich gratuliere. Die Gewinner bekommen einen wunderbaren Pokal, Medaillen, Urkunden und ein Homekino für ihr Vereinsheim. Wir haben heute hervorragende Spiele gesehen. Wir sollten so ein Turnier auch im Winter abhalten. Ich hoffe, dass Stadt ohne Rauschgift dann triumphieren wird. Jetzt möchte ich alle zu unserem Geburtstagsfest einladen. Wir sind heute 12 Jahre alt geworden. Auf der Geburtstagsparty werden 10 Therapieteilnehmer entlassen. Sie haben den einjährigen Entzug hinter sich. Einer von ihnen hat ein Lied über Stadt ohne Rauschgift geschrieben. Es geht um Krokodil, Hoffnungslosigkeit, innere Leere und den letzten Strohhalm, die private Anti-Drogen-Organisation. Любовь родных, ведь в этом сила. За этот фонд.
Ich bin stolz, dass wir die einzige private Organisation in Russland sind, die intensiv, kompromisslos und erfolgreich gegen Drogen kämpft. Ich will euch eine positive Geschichte erzählen. Unlängst haben wir Asphalt gebraucht. Auf der Suche nach einem Lieferanten sind wir über ehemalige Therapieteilnehmer gestolpert. Sie sind heute Eigentümer der Firma. Ich will euch damit sagen, dass ihr es schaffen könnt. Ihr müsst nur wollen. Ich wünsche euch in eurem neuen Leben Erfolg. Ich kann Jewgeni nur beipflichten, ihr habt es selbst in der Hand. Zur Erinnerung an die Zeit bei uns möchten wir euch diese Uhren schenken. Die meisten Männer haben große Angst vor dem Leben nach dem Entzug, denn viele fallen jetzt in ein tiefes Loch. Keine Arbeit, keine Frau, keine Perspektive. Erfahrungsgemäß greifen 7 von 10 schon ein paar Tage nach der Therapie wieder zu Krokodil oder zu Heroin. Michael Polutarny gehört zu den wenigen, die es geschafft haben. Er nimmt seit 2 Jahren kein Heroin mehr. Denis Chargorodsky wird noch 5 Monate im Entzug bleiben. Dann wird auch er wieder täglich mit der Versuchung konfrontiert, schnell in einer Apotheke vorbeizuschauen. Fahnder Michael Polutarny hält es nie lange auf Festen aus. Zusammen mit seiner Kollegin Katja geht er lieber wieder Geld verdienen. In diesem Haus wohnt ein Informant, Krokodilbrauer und Szenekenner Alec. Auf dem Weg in die Drogenküche schnappt sich Michael einen von Alex Kunden. Mit Druck aus, damit der Dealer gesprächig bleibt, die Adressen neuer Großküchen ausplaudert. Ich habe damit nichts zu tun. Quatsch nicht rum, ab in die Wohnung. Was soll das? Halt die Schnauze. Ich schwöre, dass ich nicht hier war. Unsinn. Kann mir einer sagen, was das soll? Alec versucht schnell, alle Krokodilzutaten verschwinden zu lassen. War der Typ bei dir? Nein. Ihr seid Lügner. Der Mülleimer ist voller Desomorphinreste. Alec hatte nicht genug Zeit, den ganzen Mist aus dem Fenster zu schmeißen. Seht ihr die Spritzen und die braune Suppe? Das ist Krokodil. Lasst uns das nicht zu eng sehen. Ich werde euch was erzählen. Vor einem halben Jahr habe ich ein Mädchen kennengelernt. Sie hat mich gebeten, ihr zu zeigen, wie man Krokodil kocht. Sie ist dann abends hier gewesen, 1 oder 2 Mal. Heute versorgt sie einen ganzen Straßenzug. Mein Kumpel Kolja zeigt euch, wo sie wohnt. Reicht euch das? Sie kocht selbst Desomorphin? Ja, sie kocht Desomorphin, Krokodil. Sie hat sich damals 1000-fach bei mir bedankt. Gibt es denn nichts, was dich von diesem Zeug wegbringen könnte? Nein. Warum suchst du dir keine Freundin? Das habe ich schon hinter mir. Du willst kein normales Leben führen? Wieso? Ich führe ein normales Leben. Ah, so sieht das aus. Ich tue doch keinem was. Ich überfalle keine Leute auf der Straße. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt setze ich mich. Was soll diese Lektion? Du verfaulst. Ich weiß, und? Wenn du sterben willst, dann häng dich auf. Das ist besser, als anderen zu zeigen, wie man Drogen kocht. Haben Sie gesundheitliche Probleme? Ja, die Ärzte mussten mir schon Eiter aus dem rechten Arm absaugen. Ich habe beim Krokodilspritzen die Vene verfehlt. Alles war geschwollen, bis oben hin. Ich weiß genau, was Desomorphin mit mir macht.
Alec würde trotzdem niemals freiwillig entziehen. Er wird wohl bis zu seinem Lebensende Krokodil konsumieren. Um ungeschoren davonzukommen, ist er bereit, jeden zu verpfeifen. Lasst uns gehen. Bis bald, Alec. Mischa, bring mir doch ein Handy vorbei. Dann schreibe ich dir SMS mit aktuellen Infos. Mache ich. Michael und Katja vergleichen das Krokodilproblem Russlands mit der Hydra. Wenn du eine Desormaphin-Küche hochnimmst, wachsen zwei nach.